Seit der Eskalation in Nahost hat es auch hier in Norddeutschland einige antisemitische Vorfälle gegeben. Anfeindungen auf Demonstrationen oder auch im Netz. Juden, die hier leben, die haben dadurch Angst vor Angriffen wieder. Stolpersteine erinnern daran, was ihren Vorfahren während der NS-Zeit angetan wurde. Mit einer neuen App sollen sie jetzt noch viel mehr Erinnerung liefern. Dieser Stolperstein erinnert an Wilhelm Bruck. Die App scannt den Stein mit der Kamera und zeigt seine Geschichte. Bruck wird im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Später arbeitet er am Oberlandesgericht in Kiel. Die Nazis enteignen seine Familie 1935. Als seine Tochter deportiert werden soll, nehmen er und seine Frau sich das Leben. Ich finde, die dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Und auch wenn immer viele sagen, das ist ja das Judentum, was verfolgt worden ist, erinnern die Stolpersteine auch an viele andere, die ebenfalls mit betroffen worden sind. Roma, Sintis, Homosexuelle. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das bewahren, auch für unsere Kinder. Durch Augmented Reality kann man eine Kerze an den Gedenksteinen hinterlassen. Die App enthält bisher nur die Stolpersteine aus Kiel und Rendsburg, soll aber bald auf ganz Schleswig-Holstein ausgeweitet werden.